man ja ganz schnell, man kann am Abend theoretisch wieder zurück. So, zweitens, es gibt hier, habe ich heute gelernt, ich weiß gar nicht, ob Sie das absichtlich gemacht haben in der Organisation dieser Veranstaltung, der Effekt jedenfalls dessen, was Sie heute hier gehört haben und was vorgetragen wurde, ist doch für mich eine ganz erstaunliche Erfahrung. Es gibt ein Regionenbewusstsein. Wir sind was Besonderes hier in Südthüringen und wir haben was zustande gebracht, was andere nicht zustande bringen. Das haben Sie perfekt vorgetragen. Dieser Vortrag ist wirklich einsame Klasse, muss man sagen. Ja. Den kann man gar nicht, aus Ihrer Sicht gar nicht oft genug vortragen. Und dann haben Sie hier ein Unternehmen, das den Eindruck macht, dass die Leute, die im Arbeiten, sich wohlfühlen. Und dann bin ich der Teufel gewesen, der den Schrecken des äußeren Welt hier reingetragen hat. Das gehört aber alles zusammen. Und das kann auch zusammen funktionieren. Mir ist durch den Kopf gegangen, als ich dazu drüber nachdachte, was haben wir heute eigentlich hier heute erlebt? Das ist eine perfekt organisierte Veranstaltung, weil nichts gefehlt hat. Und ich habe mich daran erinnert, an die Reden, die früher Helmut Schmidt gehalten hat, als er Bundeskanzler war. Immer im Prinzip die gleiche Rede, gleicher Aufbau. Der hat den Menschen, die Hallen waren immer voll, der hat den Menschen angefangen, die Welt zu erklären. Damals gab es die Mauer und den Eisernen Vorhang, den Kalten Krieg und so weiter. Was machen die Russen und die Amerikaner und was machen wir dazwischen und so weiter. Und hat das dann so langsam runtergebrochen, bis auf die Frage, wie läuft unsere Wirtschaft und was haben wir zu verteilen. Also macht nicht so große Ansprüche, aber die Gewerkschaften müssen natürlich auch was haben und die arbeiten und so weiter. Sie verstehen, wie ich das meine. Und am Ende hat jeder, der in dem Saal war, verstanden, wie die Welt läuft und wo sein Platz in dieser Welt ist. Und dieses Gefühl kann man vermitteln durch solche Veranstaltungen wie hier. Und das müssten Sie eigentlich regelmäßig machen und vielleicht auch mit einem größeren Rahmen, damit die Leute wissen, wo sie hier zu Hause sind. Vielen Dank.